Hallo zu einer neuen Folge von 4x4 Passion. Ich bin der Arvo von Matsch und Piste und heute geht es im ersten Teil von dreien um Offroad-Navigation, digitale Offroad-Navigation. Also das Thema heute ist digitale Offroad-Navigation. Wie immer bei mir, man kann alles auch anders machen. Das sind nur meine Empfehlungen, die meiner Erfahrung entsprechen. Und da möchte ich einfach mal so ein bisschen was zu den Geräten erzählen, im Wesentlichen zu der Welt Android und zu der Welt Apple. Die Windows-Systeme betrachten wir nicht. Meiner Erfahrung nach sind die zu selten in Benutzung und von daher beschränken wir uns auf Android und Apple. Also eine der ersten Fragen, die man sich sicherlich stellt, ist, benutze ich ein Android oder ein Apple-Gerät? Benutze ich ein Tablet oder ein Telefon? Vom Grundsatz her ist das eigentlich erstmal egal. Für das Fahrzeug würde ich persönlich ein Tablet empfehlen, zwischen 7 und 10 Zoll Bildschirmgröße, weil man darauf vernünftig auch etwas erkennen kann. Das funktioniert natürlich auch mit den Telefonversionen von Android oder Apple. Die Apps kann man auf beide Gerätearten installieren. Aber einfach aufgrund der Bildschirmgröße eignet sich ein Tablet schon besser für das Fahrzeug. Man kann das aber auch sinnvoll ergänzen, wenn man zum Beispiel mit dem Tablet Daten aufgenommen hat oder dort Wegpunkte und Tracks gespeichert hat. Verschiedene Apps bieten die Möglichkeit, das zu synchronisieren. Gerade in der Apple-Welt ist das sehr weit verbreitet. Dann kann man natürlich, wenn man sein Auto stehen lässt und anfängt zu wandern oder mit dem Mountainbike zu fahren, danach einfach mit der gleichen App mit dem Telefon weiter navigieren. Wofür entscheide ich mich jetzt? Wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, wenn jemand noch nichts hat oder noch nicht festgelegt auf Android oder Apple, würde ich persönlich, und zwar rein aus der Sicht der Navigation, da geht es nicht um andere Anwendungen, ein Android-Gerät empfehlen, weil für mich dort die Referenzanwendung installiert, aus meinen Augen heraus die beste Navigationsanwendung, die man bekommen kann für den Bereich dieser Tablets. Und da haben sich halt die Entwickler für Android entschieden. Das werden wir aber im zweiten Teil vorstellen, welche App das ist. Und man muss sagen, dass leider in der Apple-Welt ein paar Nachteile bestehen, was die Apple-Geräte angeht. Das werden wir aber auch im Laufe dieser Folge und der nächsten Folge immer wieder erklären, wo da der kleine Nachteil in der Apple-Welt ist. So, kommen wir zuerst zu den Android-Geräten. Im Grunde genommen ist es egal, welches Gerät ich da verwende. Wie gesagt, Größe zwischen 7 Zoll und 10 Zoll. Ob das jetzt ein Sony ist, ein Huawei, ein Samsung, das ist eigentlich völlig egal. Naja, ganz egal ist es nicht, aber da komme ich gleich zu. Erst einmal, alles was Android kann, funktioniert also auch sauber. Ihr seht ja, dass dieses Tablet in einer Schutzhülle steckt. Und wenn ich vorhabe, eine Schutzhülle zu benutzen, dann sollte ich schon eines der bekannten Geräte benutzen, weil die Hersteller von Schutzhüllen wie zum Beispiel Liveproof oder Otter im Wesentlichen die Hüllen nur für bekannte Geräte anbieten. Ein weiteres Merkmal, wo ich bei einem Android-Gerät aufpassen sollte, ist die Ladebuchse. In dem Fall ist das hier eine USB-C-Buchse. Die ist in Ordnung. Aber es gibt noch viele Geräte auf dem Markt, die haben eine alte Micro-USB-Buchse, die hier zu sehen ist. Und die hat eine eklatante Schwäche. Die ist nämlich nicht sehr stabil. Und wenn ihr im Fahrzeug unterwegs seid und ihr habt hier das Ladekabel drin, dann wackelt das oder vielleicht reißt auch einer mal an dem Kabel und dann leiert die Buchse aus und überträgt irgendwann nicht mehr richtig. Und das äußert sich darin, dass ihr das Tablet nicht mehr richtig vollgeladen bekommt oder es überhaupt nicht mehr lädt. Da die Buchse nicht ausgetauscht werden kann, ist damit euer Tablet Schrott und ihr könnt es wegschmeißen. Allerdings gibt es einen kleinen Trick für die Leute, die noch Micro-USB-Buchsen haben. Und zwar gibt es im Zubehörmarkt solche Extrakabel mit einem Magnetverbinder, so wie man sie auch bei dem Tablet von Sony, dem Xperia, findet. Und auch in der Apple-Welt ist das verbreitet, wobei Apple davon wieder weggeht. Das ist ein kleiner Magnetstecker und dann nehme ich hier diesen Teil, stecke den hier in die Buchse oder verklebe ihn sogar. So ein Kabel kostet 7 Euro, das heißt, wenn der mal weg ist, ist das egal. Und dann im Auto mache ich das einfach hier per Magnet dran. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Kabel aus Versehen reiße, drauftrete oder irgendwas, dann fällt das halt einfach ab, aber die Buchse bleibt intakt. Was brauche ich noch für ein Android-Gerät an Zubehör?
eine vernünftige Speicherkarte, 64 GB oder größer. Darauf kann ich dann alle Landkarten speichern. Reicht die Größe der Speicherkarte nicht aus, kann ich selbstverständlich mehrere Speicherkarten verwenden und die wechseln und so halt auch meine ganzen Karten offline mitnehmen, weil das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen bei der Offroad-Navigation, dass ich die Karten auch alle ohne Internet zur Verfügung habe. Habe ich bereits ein Apple-Tablet oder liegt mir die Apple-Welt näher, wird die Auswahl natürlich ein bisschen geringer. Im Wesentlichen muss ich die Modelle nehmen, die Apple hier anbietet. Die sind auch ungefähr 10 Zoll groß. Worauf ich da aber unbedingt achten muss, ist, und das ist jetzt zum Beispiel auch eines der Nachteile von Apple, dass das Tablet einen SIM-Karten-Slot hat. Es muss keine SIM-Karte haben, die ja für den Mobilfunk da ist, aber der Slot sollte vorhanden sein. Denn es gibt einen Unterschied zwischen den Apple-Modellen mit und ohne SIM-Karten-Slot. Die Modelle ohne SIM-Karten-Slot haben keinen Satellitennavigationsempfänger. Apple verwendet hier die Satellitennavigationssysteme GPS, das amerikanische, und GLONASS, das russische. Habt ihr ein Tablet ohne SIM-Karten-Slot, dann wird die Position über das WLAN festgestellt. Da gibt es globale Dienstanbieter, die die ganzen WLANs weltweit aufnehmen und daraus eine Position ermitteln. Und in dem Falle nutzt Apple das. Seid ihr aber irgendwo unterwegs, in der Wüste, mitten in der Mongolei oder sonst wo, wo es kein WLAN gibt, hättet ihr dann auch kein Positionssignal. Das Einzige, was euch dann noch hilft, ist so ein externer Empfänger. In dem Fall, wenn es sich um Apple handelt, empfehle ich auch hier den GNSS 2000, denn nicht jeder externe Empfänger kann mit den Apple-Geräten zusammenarbeiten. Apple verlangt Lizenzgebühren, damit man sich per Bluetooth verbinden kann, und diese Firma GNSS ist eine der wenigen, der sehr wenigen, die diese Lizenzgebühren bezahlen. Es gibt auch noch von Garmin ein Gerät, was sich mit einem Apple Tablet verbinden lässt. Ansonsten müsst ihr halt aufpassen, wenn ihr so ein externes Bluetooth-Satellitennavigationsempfängerchen kauft, dass es auch wirklich mit Apple funktioniert. Mit Android funktionieren die alle. Das ist also ein weiterer Nachteil der Apple-Welt. Aber nicht nur für die Apple-Welt würde ich so einen externen Empfänger empfehlen, sondern generell für Reisen. Das hat auch verschiedene Gründe. Zum einen kann es sein, dass da, wo ihr das Tablet im Fahrzeug anbringt, schlechter Empfang ist. Und dann könnt ihr dieses Gerät dort positionieren, wo ihr besseren Empfang habt. Als Beispiel in einer Peli-Box oben auf dem Dachgepäckträger. Oder nimmst du eine Tupperdose, klettest das in die Tupperdose und schraubst die Tupperdose irgendwo fest oder klettest die Tupperdose irgendwo hin. Hast es auch wasserdicht. Ihr müsst quasi, wenn ihr losfahrt, das Gerät nur einschalten. Ausschalten tut es sich dann alleine, wenn das Bluetooth-Signal weg ist. Das heißt, wenn ihr abends ins Camp kommt, einfach euer Tablet ausschalten. Der Satellitennavigationsempfänger geht von alleine aus. Dieser hier hält 10 Stunden. Es gibt auch noch einen anderen, den ich empfehlen kann, den BT821G von Navilog. Der hält sogar 30 Stunden und hat einen Akku, den man wechseln kann. Sollte der Akku also mal kaputt sein, leider hier bei diesem GNSS 2000, könnt ihr das Gerät dann wegwerfen. Bei dem BT821G könnt ihr den Akku tauschen. Das ist ein Standard-Kamera-Akku. Allerdings ist, wie gesagt, das GNSS 2000 eines der wenigen, die mit einem Apple-Gerät funktionieren. Ein weiterer Grund für so ein externes Gerät ist das Akkuladen des Tablets selber. Wenn das Tablet nicht mehr gerade das neueste ist und der Akku schon etwas älter, dann kann es sein, dass ihr das so mit Ach und Krach noch geladen bekommt, das Tablet. Das Display und der Satellitennavigationsempfänger im Tablet sind aber die größten Stromverbraucher. Und wenn ihr die beiden anhabt, kann es sein, dass das Tablet, obwohl ihr es am Ladekabel habt, nicht mehr vollgeladen wird. Das heißt, die Ladung sinkt, das Tablet geht irgendwann aus. Mit so einem externen Empfänger könnt ihr den Stromverbrauch aufteilen, nämlich das Tablet und das Display und der Empfänger eben separat. Beim Laden kommt auch noch ein anderer Faktor mit ins Spiel. Wenn ihr in sehr heißen Umgebungen unterwegs seid, kann das Tablet beim Laden sehr heiß werden. Und wenn es zu heiß wird, schaltet es sich ab. Auch da kann man wieder verhindern, dass es beim Laden zu heiß wird, indem man eben die Verbraucher, den Empfänger und das Display auf zwei Geräte verteilt.
Ein weiterer Grund ist, dass man mit so einem Gerät zum Beispiel auch einen Laptop versorgen kann, wenn also auch noch ein Laptop mitgeführt wird für die Navigation. Man kann mehrere Geräte damit versorgen, wenn also woanders noch ein Tablet angeschlossen werden soll. Oder auch, wenn mal ein Empfänger kaputt geht oder ein Tablet verloren geht, habt ihr noch einen Empfänger, den ihr mit einem anderen Gerät verbinden könnt. Oder vielleicht in einem Notfall, wenn jemand etwas braucht, weil sein Gerät abhanden gekommen ist oder kaputt gegangen ist, dann könnt ihr ihm dieses externe Gerät weiterreichen und dann mit eurem eingebauten Empfänger weiter navigieren. Also als Reisesetup empfehle ich in jedem Fall, einen externen Empfänger mit dabei zu haben. Der Preisrange dieser Geräte, es geht so circa bei 80 Euro los. Da das Gerät zum Teil schwer zu bekommen ist, sind hier die Preise etwas höher, so zwischen 120 und 140 Euro. Das ist so ungefähr die Preislage, in der solche Geräte zu bekommen sind. Eine Frage, die ich auch oft gestellt bekomme, ist: Brauche ich einen Schutz für das Tablet? Muss das rugged sein, outdoor, wassergeschützt, stoßgeschützt und so weiter und so fort? Die Antwort ist nicht pauschal zu beantworten. Also wer sein eigenes Fahrzeugcockpit mal in Augenschein nimmt nach einer Reise, ist da Wasser drin oder Unmengen an Schlamm? Wenn nicht, braucht ihr schon mal keine wasserdichte Schutzhülle. Dennoch ist es sinnvoll, sein Tablet zu schützen, gerade dann, wenn man es auch mal mit aus dem Fahrzeug rausnimmt. Also nicht nur im Fahrzeug verwendet, sondern auch andernorts, weil es kann ja halt mal runterfallen. Auch direkt verbunden mit dem Schutz des Tablets ist ein vernünftiges Haltersystem. Da kommen wir gleich noch zu. Denn wenn das Tablet im Fahrzeug einmal runterfällt in den Fußraum und man tritt aus Versehen drauf, ja, dann kann es auch beschädigt werden und das möchte man natürlich nicht. Also insofern ein normaler Schutz gegen Stoß, Herunterfallen und natürlich für das empfindliche Display ist schon anzuraten. Wo Geld keine Rolle spielt, der kann in der Android-Welt natürlich auch auf gehärtete Geräte gehen, die vom Hersteller schon entsprechend robust ausgelegt worden sind. Als Beispiel wäre da zum Beispiel zu nennen das Toughpad von Panasonic. Das kostet aber auch vierstellig, so ich glaube um die 1600 Euro. Dann gibt es noch Geräte von iSafe, die Industrie- und Militärstandards erfüllen. Die sind zum Teil dann sogar noch explosionsgeschützt und auch nahezu unzerstörbar. Weitere Firmen sind G-Track oder auch von der Firma GPS Globe. Die bieten auch gehärtete Geräte an. Die liegen dann so in einer Preisklasse ab 800 Euro aufwärts. Das sehr Schöne bei den GPS Globe Geräten ist, dass die Bedientasten des Gerätes vorne liegen. Das heißt, sie können auch mit Handschuhen oder Ähnlichem gut bedient werden. Und ein Halter stört nicht. Wenn der Halter hier oben an der Kante anliegt oder an den seitlichen Kanten, sind diese Tasten manchmal schlecht zu bedienen. Und bei den GPS Globe Geräten liegen die Tasten vorne. Das ist eine tolle Sache. Also wer bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ein gehärtetes Gerät haben möchte, sollte sich mal bei der Firma GPS Globe umschauen. In der Apple-Welt sind wir ausschließlich auf Schutzhüllen angewiesen. Also, wenn man so will, wieder ein weiterer Nachteil, weil Apple selber keine gehärteten Geräte rausbringt. Allerdings sind so ziemlich alle Apple-Geräte auch von den gängigen Herstellern von Schutzhüllen abgedeckt. Hier haben wir ein Beispiel, was militärische Standards erfüllt, von UAG. Das wird um das Apple-Tablet herumgeklipst. Das Display ist nicht geschützt, aber wenn das Tablet auf die Kante fällt, was auch häufig zu Displayrissen führt, passiert hier an der Stelle nichts. Ein schönes Beispiel für einen Tablet-Schutz, der sehr funktional ist, kommt von der Firma Otterbox. Da habe ich hier einmal eine Schutzschale, die ich über das Tablet legen kann, über das Display, wenn ich es nicht benutze. Damit ist das Tablet sicher verpackt. Ich kann das Tablet dann herausnehmen und andersrum in die Schutzhülle legen. Dann kann ich das Tablet auch irgendwo hinlegen, wo der Untergrund vielleicht nicht so toll ist und das ist immer noch gut geschützt. Ich kann, wenn ich zu Hause bin oder in Ruhe auf dem Campingtisch, die Schale auch als Stativ verwenden. Sowohl waagerecht als auch senkrecht und das Ganze in einer steilen und in einer wenigen steilen Position. Und ich kann natürlich das Ganze auch komplett ohne die Schutzhülle verwenden und einfach das Tablet so mitnehmen.
Hier gibt es einmal den Rundumschutz und es gibt eine Schutzfolie über dem Display, die jetzt nur sehr schwer zu erkennen ist, die aber das Display auch leicht schützt. Auch in Bezug auf den Schutz des Tablets spielt der Halter eine wichtige Rolle. Wenn ich einen vernünftigen Halter habe, dann brauche ich auch nicht befürchten, dass das Tablet da rausfällt. Die Bandbreite bei den Haltern ist sehr groß. Ich kann selbstgebaute Halter nehmen aus gebogenen Blechen oder was auch immer. Oder ich nehme eben eines der bestehenden Systeme, wobei man da die Firma Ram Mount schon herausheben muss, die wirklich ein sehr, sehr großes Sortiment anbieten von Stativen bis hin zu Konsolensystemen oder eben, wie wir hier oben aufgeführt haben, Saugnapfhalter und zwar auch bessere Saugnapfhalter. Ich hatte ursprünglich nicht so viel Vertrauen zu Systemen, die an Scheiben hängen. In der Praxis muss ich allerdings sagen, dass sich da die Ram-Mount-Halter sehr gut bewährt haben. Um einmal zu zeigen, worauf es bei so einem Halter ankommt und warum ich da Ram-Mount ganz vorne sehe. Ich habe hier mal so einen üblichen Halter nicht von Ram-Mount genommen und man sieht schon, dass der in seinem Saugnapf sehr wackelig ist. Um ihn einzustellen, haben wir jetzt hier drei Stellrädchen. Das heißt, ich kann ihn einmal senkrecht einstellen. Dann habe ich hier ein zweites Gelenk, das ich auf- und zudrehen kann, um es einzustellen. Und am Ende habe ich hier nochmal ein Gelenk, um die Halteschale letztendlich einzustellen. Das ist hier ein Telefonhalter, aber so etwas gibt es eben auch für Tablets. Schaue ich mir hingegen das Ram-Mount-System an, muss ich sagen, das ist äußerst clever. Und zwar habe ich genau ein Rad, was ich öffnen kann. Das öffne ich und dann stelle ich den Halter genauso ein, wie ich ihn brauche und drehe das eine Rad wieder zu. Das heißt, mit zwei Händen kann ich den Halter sofort auf die Stellung bringen, die ich brauche. Schneller geht es im Grunde genommen nicht. Das Ram-Mount-System ist immer so aufgebaut, dass es einen Halter mit einer Kugel gibt. Und zwar nicht nur für die Scheibe, sondern zum Beispiel auch für Rundrohre, Winkelbleche, so dass das zum Beispiel auch an Motorrädern verwendet werden kann oder an Käfigen im Fahrzeug. Also ganz verschiedene Haltersysteme, die immer in einer Kugel enden. An die Kugel kommt dann dieser Haltearm, den gibt es in verschiedenen Längen. Und dann kommt eben einer der verschiedenen Gerätehalter. Hier in dem Fall ist das ein X-Grip, da zeigen wir gleich mal, wie das Tablet da reinkommt. Oder hier in dem Fall für ein Telefon ein Universalhalter, wo ich die Breite einstellen kann und durch Federkraft wird das Ganze eben sicher drin verankert. Und das Ganze ist auch für Schutzhüllen geeignet. Darauf muss man auch achten, wenn ich mein Gerät mit einer Schutzhülle versehe, dass der Halter damit noch klarkommt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Telefon und das ist ganz simpel hier einzustellen. Ich drücke es einfach hier rein, zack, und schon ist es drin. Und das funktioniert sowohl ohne Schutzhülle als auch mit Schutzhülle. Und insofern ist so ein universeller Halter, hat viele Vorteile. Auch wenn ich das Gerät mal wechsle, sind die Chancen gut, dass ich den Halter immer noch weiterverwenden kann. Machen wir das Ganze mal mit dem X-Grip für das Tablet. Ja, das geht genauso einfach. Ich nehme jetzt einfach mal das Tablet mit seiner Schutzhülle raus und dann drücke ich einfach diesen X-Grip zusammen, lege das Tablet rein und per Federschwang wird das Ganze sicher gehalten und das ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Ein weiteres System, was empfehlenswert ist, zum Beispiel wenn ihr auch ein PKW habt und ihr diesen Halter hier von Ram Mount als Beispiel zwischen PKW und eurem Geländewagen wechseln wollt, ist die schwedische Firma Brodit. Die bieten nämlich rückstandslos entfernbare Halter für Fahrzeuge an. Wenn ihr auf die Webseite geht, sucht ihr euer Fahrzeug aus, dann bekommt ihr euer Cockpit angezeigt und die verschiedenen Positionen, wo der fahrzeugspezifische Halter angebracht werden kann. Und der wird nur geklebt und geklipst. Und die verwenden alle, das ist hier so ein Brodit Tablet Halter Universal. Die verwenden alle das AMPS Vierloch-System mit 38 x 30 mm Abstand, was auch von Ram Mount und von weiteren Herstellern verwendet wird. Das heißt, wenn ich diesen Halter in meinem normalen Fahrzeug verwende, kann ich durch Lösen der vier Schrauben das auch sofort in meinen Geländewagen mit übernehmen. Das ist auch der Vorteil eines Universalhalters gegenüber eines Halters, welches speziell für mein Gerät gemacht wurde. Wenn ich das Gerät einmal wechsle, brauche ich in der Regel keinen neuen Halter kaufen, da der Universalhalter für mehrere Größen geeignet ist.
wie hier der von Brodit. Da kann ich das Tablet einlegen und auch der kommt sehr gut mit der Schutzhülle klar und das Tablet ist drin. Hier haben wir auch zwei Universalhalter von RAM Mount. Wie gesagt, Vorteil der Universalhalter ist, die kann man über verschiedene Geräte, die man sich in den Jahren kauft, verwenden. Hier kann die Breite eingestellt werden, die Höhe ist flexibel. Gleiches hier bei diesem Halter, da lege ich das Telefon einfach ein, drücke das rüber und schon ist es drin und genauso kann ich es auch wieder rausnehmen. Und das eben dadurch, dass es hier verstellbar ist und es verschiedene dieser Haltefinger gibt, ist das sehr universell und flexibel. So, das war der erste Teil. Offroad-Navigation mit Tablets, Hardware. Freut euch auf die nächsten zwei Teile. Der zweite Teil, da geht es um die Apps und im dritten Teil geht es dann um die Navigationstechniken. Wer jetzt schon mehr wissen möchte, kann auch zu uns auf Matsch und Piste kommen. Da gibt es ein paar Artikel dazu. Und ansonsten sage ich bis bald. Guten Morgen, ich bin... Was ist los? Zu wenig Kaffee. Mahlzeit. Hast du noch Film? Ja, ja. Ich komme. Ja.